Ich begrüße euch zu einem neuen Video, in dem es um das Thema Sparen geht. Ich habe heute 30 Spartipps für euch gesammelt, wie ihr im Haushalt hauptsächlich so ein bisschen was sparen könnt. Es geht sowohl um Heizkosten als auch Warmwasserkosten einsparen, als auch Stromkosten, aber auch noch so ein paar andere Tipps, wie ihr einfach ganz generell in eurem Alltag vielleicht den ein oder anderen Euro ein bisschen sparen könnt. Damit das Ganze nicht so lange dauert, legen wir direkt los. Vorher aber noch der kleine Reminder, bitte einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das Video hilfreich findet. Und falls ihr noch mehr Spartipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, damit ich sie und alle anderen sie auch sehen können. Wir legen los so ein bisschen mit dem Thema Stromsparen, vor allem auch erstmal in der Küche. Mit so die größten Stromfresser in der Küche, das ist ja die Spülmaschine und der Kühlschrank bzw. Tiefkühltruhe. Erster Tipp ist, die Spülmaschine nicht täglich laufen zu lassen. Etwas, das wir über Jahre hinweg immer gemacht haben. Bei uns kam alles in die Spülmaschine, jeder Topf, jede Pfanne, alles kam da rein, sodass sie bei uns wirklich jeden Tag lief. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, alles Große wirklich mit der Hand zu spülen, sodass die Spülmaschine nur noch wirklich alle 2 bis 3 Tage sogar läuft. Dadurch spart man einiges an Strom. Generell solltet ihr darauf achten, dass ihr eure Geräte regelmäßig entkalkt. Denn Kalk erhöht tatsächlich den Energiebedarf um bis zu 10%. Genauso ist es mit der Eisschicht im Kühlschrank und in der Tiefkühltruhe. Diese Geräte solltet ihr ebenfalls regelmäßig abtauen. Denn ich habe gelesen, so eine Eisschicht verbraucht tatsächlich bis zu 50% mehr an Energie. Stellt den Kühlschrank auch nicht zu kalt ein. Ihr könnt ja die Wärme, die Temperatur im Kühlschrank regulieren. Ihr habt da meistens mehrere Stufen und bei vielen Kühlschränken ist das einfach generell viel zu kalt eingestellt. Es reicht tatsächlich eine Temperatur von ca. 7 Grad im Kühlschrank. Wenn der Kühlschrank zu hoch eingestellt ist, kann das tatsächlich schon einen großen Unterschied machen. Und ebenfalls ganz wichtig, wenn ihr Essensreste einfrieren möchtet oder in den Kühlschrank stellt, wartet immer komplett ab, bis das ganz abgekühlt ist. Nichts Warmes in den Kühlschrank stellen, weil dadurch einfach die Temperatur im Kühlschrank erhöht wird und der Kühlschrank einfach dann nochmal ordentlich dagegen bollert, um das Ganze wieder runterzukühlen, was natürlich logischerweise viel mehr Energie kostet. Auch beim Thema Wäsche waschen kann man einiges einsparen. Ganz logisch ist, die Waschmaschine nur anstellen, wenn sie wirklich ganz voll ist. Ihr könnt das immer daran ganz gut abschätzen. Also man sagt so pauschal, wenn zwischen Wäsche und der oben der Waschtrommel noch eine Handbreit Platz ist, ist sie ideal befüllt. Außerdem, wenn ihr statt bei 40 Grad eure Wäsche bei 30 Grad wäscht, spart ihr tatsächlich bis zu ca. 40% an Energiekosten. Das sind nur 10 Grad, die eigentlich keinen großen Unterschied in der Waschleistung machen. Also ihr bekommt alle Flecken auch trotzdem gut raus, aber tatsächlich bei den Energiekosten macht das einen erheblichen Unterschied. Außerdem tendieren viele, ich gehörte auch lange Zeit dazu, zu viel Waschmittel zu verwenden, weil man irgendwie der Meinung ist, viel hilft viel. Aber auch beim Waschmittel kann man ordentlich sparen. Zu viel Waschmittel belastet eher die Umwelt, als dass es einen großen Nutzen bringt. Deswegen nutzt da wirklich nur so viel, wie ihr wirklich braucht. Bei den Heiz- und Warmwasserkosten. Wenn ihr da ein bisschen sparen wollt, da lohnt sich in allererster Linie auf jeden Fall erstmal eine Mehrfachsteckdose mit An- und Ausschalter für alle Geräte im Standby-Betrieb. Wissen wir alle, ne, dass das auch im Standby-Betrieb ordentlich an Strom frisst. Und beim Fernseher haben wir das beispielsweise so gelöst, dass wir, es gibt auch so Steckdosen, die kann man an- und ausschalten, aber nicht mit einem Kippschalter, sondern da gibt es eine Fernbedienung zu. Und das haben wir beispielsweise für den Fernseher. So ist es nämlich ganz easy, den einfach kurz anzuschalten. Und da muss man nicht irgendwie in den Schrank riechen oder hinterm Fernseher sieht man dann die Leiste oder so. Das ist alles komplett versteckt. Außerdem lohnt es sich auch, mit einem Strommessgerät mal den Verbrauch von Geräten zu prüfen, die vermeintlich ausgeschaltet sind. Denn wir haben festgestellt, wir haben so ein Gerät. Falls ihr sowas nicht habt oder nicht kaufen wollt, guckt, ob ihr euch das vielleicht irgendwo ausleihen könnt oder so. Haben nämlich auch festgestellt, dass beispielsweise Geräte, die zwar eingesteckt sind, aber noch nicht mal einen richtigen Standby-Betrieb haben, wie jetzt der Fernseher, beispielsweise die Mikrowelle oder so, dass die trotzdem einen gewissen Stromverbrauch haben, auch wenn die nicht laufen, wenn die einfach nur eingesteckt sind. Und da kann es sich dann auf jeden Fall lohnen, diese Geräte einfach dauerhaft entweder komplett auszustecken oder eben so eine ausschaltbare Mehrfachsteckdose zu nutzen. Seit bereits mehreren Jahren nutzen wir programmierbare Heizthermostate und die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Bei denen könnt ihr nämlich programmieren, wann eure Heizung an- bzw. ausgehen soll und ihr könnt auch ganz genau definieren, auf wie viel Grad die Heizung angeht.
rangehen soll. Und das ist natürlich total praktisch im Winter, wenn man beispielsweise den ganzen Tag arbeitet, auswärts. Und entweder man muss es dann ja bei normalen Thermostaten so lösen, wenn man nicht nach Hause kommen will in eine eiskalte Wohnung, man muss die Heizung morgens schon anmachen. Das heißt, die läuft den ganzen Tag, obwohl keiner zu Hause ist, was eigentlich unnötig ist. Oder man kommt halt in eine eiskalte Wohnung nach Hause und muss erstmal die Heizung aufdrehen und warten, bis das Ganze halt aufgeheizt ist. Mit diesen Heizthermostaten könnt ihr sagen, um 16 Uhr soll die Heizung auf 20 Grad angehen. Und dann passiert nämlich genau das. Jeden Tag um 16 Uhr geht die Heizung auf 20 Grad an. Außerdem solltet ihr vor allem darauf achten, dass nichts vor euren Heizungen steht. Keine Möbel ist klar, aber ich glaube, das war mir zumindest lange Zeit nicht bewusst, dass die Vorhänge auch nicht über die Heizung hängen, beziehungsweise auch nicht übers Heizthermostat, weil dann heizt sich sozusagen nur die Luft zwischen Heizung und Vorhang auf, aber im Raum kommt gar nichts wirklich an. Aber das heißt, Thermostat sagt halt, okay, hier ist die Temperatur erreicht und dadurch bleibt der Raum halt kalt. Deswegen machen wir das immer so, die Vorhänge legen wir sozusagen hoch auf die Fensterbank, auch wenn es ehrlich gesagt nicht schön aussieht. Heizung und Lüften ist vielen, glaube ich, auch schon bewusst, denn ganz klar, ja, Luft in der Heizung bedeutet unnötigen Energieverbrauch. Deswegen, wenn es so ein bisschen gluckert bei euch in der Heizung, sofort entlüften, lasst die ganze Luft da raus. Und falls ihr herkömmliche Heizungsthermostate habt, also so ein normales Heizungsventil mit Stufen von 1 bis 5, wenn ihr die Heizung anmacht, dreht das Ventil nicht auf 5. Sondern auf 3. Das ist so die ideale Einstellung eigentlich. Denn tatsächlich bei Stufe 3 und bei Stufe 5 heizt der Raum genau gleich schnell auf. Man ist dann ja der Meinung, wenn ich auf 5 stelle, geht das Ganze schneller. Das ist aber nicht so. Was aber passiert ist, bei 3 heizt die Heizung auf 20 Grad den Raum auf. Und hält diese Temperatur dann konstant bei 20 Grad, was so die ideale Raumtemperatur eigentlich ist. Je nach Raum ist das aber auch wieder unterschiedlich, aber 20 Grad sagt man so. Und bei 5 bollert die Heizung immer noch weiter und es wird viel zu warm. Und also es geht halt über 20 Grad noch hinaus, dadurch wird es viel zu warm im Raum, was einfach wieder unnötig Energie verbraucht. Und eine Sache, die ich eigentlich auch dachte, okay, die irgendwie relativ simpel ist, aber ich habe das jetzt schon so oft gehört. Ich habe jetzt schon so oft gehört, dass sich Leute mit warmem Wasser die Hände waschen. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Also bei uns ist in den Waschbecken der Wasserhahn generell immer auf die kälteste Stufe eingestellt, weil zum Händewaschen und zum Zähneputzen benutze ich ja kein warmes Wasser. Wofür muss ich da erst Wasser aufheizen? Auch zum Gesicht waschen. Ich finde das mit kaltem Wasser auch viel angenehmer. Also damit könnt ihr auch ordentlich nochmal was sparen, genauso auch beim Putzen. Ich habe auch jetzt schon so oft gehört, dass mit warmem oder heißem Wasser geputzt wird. Dabei ist das überhaupt nicht nötig. Das Putzmittel, da bekommt ihr die Keime mit weg, da braucht ihr jetzt nicht noch kochend heißes Wasser für. Jetzt so ganz allgemein aus eurem Alltag könnt ihr mit folgenden Sachen auch nochmal so den ein oder anderen Euro einsparen. Erstmal, das predige ich schon seit Jahren, Speiseplanung und nur nach Einkaufsliste einkaufen. Das höre ich auch immer noch so oft, dass viele das immer noch nicht machen. Dabei wirklich spart ihr wirklich bares Geld damit. Einfach weil ihr genau wisst, was ihr braucht. Ihr kauft keinen Mist an, der dann letztendlich nur im Kühlschrank vergammelt, der nicht gegessen wird. Und es wird alles verwendet, was ihr einkauft. Was mich dann auch wieder zum nächsten Punkt bringt, ist halt Resteverwertung. Verwendet irgendwie alles, was ihr zu Hause habt, auch wenn es nicht mehr ganz so frisch aussieht. Angedatschtes Obst beispielsweise, da könnt ihr ganz toll einen Kompott draus kochen oder auch, wir machen da häufig dann auch mal einen Saft draus. Ich habe auch schon so oft erzählt, ihr braucht ein festes Haushaltsbudget. Setzt euch für eure Wocheneinkäufe ein realistisches, aber festes Haushaltsbudget und haltet euch daran. Ich habe es auch schon sehr oft erzählt, es lohnt sich auch auf jeden Fall, zu den Eigenmarken der Supermärkte zu greifen und nicht zu den Markenprodukten, beziehungsweise auch im Discounter einkaufen zu gehen. Da kann man auch einiges sparen. Greift zu den Eigenmarken. Die Produkte sind meistens ganz genauso gut wie die Markenprodukte. Ich konnte da bisher nie einen Unterschied zu feststellen. Was wir auch schon seit Jahren machen und wodurch wir definitiv auch sparen, ist, dass wir Einkäufe generell nur in bar bezahlen. Wir haben unser festes Einkaufsbudget, das wir in bar in einem separaten Portemonnaie haben und auch nur dieses Geld für die Einkäufe nutzen. Denn dadurch wird einem einfach viel bewusster, was man tatsächlich ausgibt. Denn wenn man das Bargeld an der Kasse abgibt, ist das was ganz anderes, als wenn man die Karte an der Kasse abgibt und wieder in sein Portemonnaie guckt und sieht, oh, für diese Woche oder für diesen Monat ist nicht mehr viel
an Restbudget, an Restgeld da. Da kauft man einfach viel, viel bewusster ein. Und genauso ist das mit dem, ich nenne es jetzt mal sogenannten Spaßbudget oder Spaßeinkäufe. Ich habe jetzt auch vor kurzem damit angefangen. Ich habe vorher immer so meine privaten Ausgaben mit Karte gezahlt. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe für mich einen bestimmten Betrag festgesetzt, den ich am Anfang eines Monats in bar von meinem Konto abhebe und damit, oder ich habe mir das Ziel gesetzt, damit auszukommen. Es war am Anfang sehr, sehr schwierig, weil man einfach unterschätzt, wie viel man so im Alltag an Kleinigkeiten ausgibt und wie schnell sich das summiert. Mal hier was beim Bäcker, mal dort was beim Bäcker, mal hier kurz noch irgendwas bei DM, eine Kleinigkeit. Das ist super schnell, sind da 50 Euro weg innerhalb von ein paar Tagen. Und wenn ihr das Ganze mit Karte immer zahlt, dann merkt man das gar nicht so sehr. Dann guckt man vielleicht irgendwann auf den Kontoauszug und denkt so, oh shit, da ist nicht mehr viel übrig. Aber sobald ihr das Ganze in bar macht, merkt ihr ziemlich schnell, dass ihr unnötig irgendwas ausgegeben habt. Generell zum Thema Einkaufen. Bevor man sich etwas Neues kauft, lohnt es sich auch immer, einmal kurz zu recherchieren und sich selber auch zu überlegen, brauche ich das wirklich neu oder kann ich das vielleicht auch gebraucht kaufen? Ich bin ja aktuell schwanger und Babykleidung habe ich größtenteils gebraucht gekauft. Genauso kaufe ich für mich sehr häufig Bücher gebraucht. Da gibt es auch ganz tolle Anbieter. Für Bücher gibt es auch viele Mängelexemplare Anbieter. Das heißt, die Bücher sind generell neu, aber weisen irgendeinen Mangel auf, weswegen die dann so einen Stempel haben. Beispielsweise ist dann da vielleicht irgendwie, sind die Ecken ein bisschen angedatscht oder so. Und auch diese Bücher sind deutlich günstiger, weil die dann von der Buchpreisbindung enthoben sind. Und was ich auch sehr, sehr viel nutze, ist unser Bibliotheksausweis. Gerade mit Kindern zu Hause lohnt sich das sehr, denn da ist es schön, irgendwie eine Abwechslung in, ja, bei Büchern und auch bei Hörspielen und auch bei Gesellschaftsspielen zu haben. Und bei uns nochmal als kurzer Tipp, bei uns in der Bibliothek ist das tatsächlich so, dass der Kinderausweis, also die Kinderbibliothek, komplett kostenlos ist. Da wird der Ausweis auf das Kind sozusagen ausgestellt. Man darf dann aber auch nur aus dem Kinderbereich etwas ausleihen. Und das, vielleicht ist das bei euch auch so. Und wenn ihr tatsächlich gar nichts für so einen Bibliotheksausweis zahlen müsst, ja, ist absolut Gold wert, wie ich finde. Was bei sehr vielen ja, und auch bei uns ist das hin und wieder mal so, das Budget sprengt, ist das Tanken. Aber auch da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man so ein paar Euro zumindest dabei sparen kann. Beispielsweise, wenn ihr eine Tank-App nutzt. Es gibt verschiedene Tank-Apps, da könnt ihr eure Postleitzahl angeben und da werdet ihr dann, oder da findet ihr dann die ganzen Benzinpreise aus der, von sämtlichen Tankstellen aus der Umgebung und da könnt ihr einfach super die Preise vergleichen und manchmal lohnt es sich halt tatsächlich auch mal ein kleines Stückchen weiter zu fahren, um zu tanken, wenn man dabei wirklich mehrere Cent pro Liter spart. Außerdem generell eher abends tanken, nach 18 Uhr ist es meistens eher günstiger, verhindert es hingegen ja morgens während der Rush-Hour zu tanken, denn da sind die Preise meistens deutlich, deutlich höher. Ein neuer Handyvertrag kann sich auch so richtig lohnen. Ich war jahrelang immer bei einem der großen Handyanbieter und habe da, ich weiß nicht, ich glaube 20 Euro im Monat gezahlt. Vor 2 Jahren habe ich gewechselt zu einem ganz klitzekleinen Anbieter, dessen Namen ich vorher noch nie gehört habe und bei dem ich glaube, jetzt im Monat 6 Euro zahle. Sogar ein besseres, für einen besseren Deal sozusagen, für mehr Datenvolumen etc. Und diese Anbieter nutzen häufig tatsächlich genau das gleiche Netz. Also ihr habt keinen Qualitätsverlust oder so. Das Netz ist genau das gleiche, aber ihr zahlt einfach viel, viel weniger, weil es kein großer Name irgendwie ist, der dahinter steckt. Was ich ja auch total gerne mache, ist, wenn ich irgendwie spazieren gehe, vor allem früher, als mein Sohn noch schön im Kinderwagen saß, bin ich durch die Gegend mit ihm spaziert, teilweise stundenlang, weil er dann da so schön geschlafen hat. Ein Becher Kaffee in der Hand, kurz beim Bäcker vorbei, Becher Kaffee holen, aber auch das, Coffee to go, das kann sich so richtig summieren. Also das geht teilweise so richtig ins Geld oder habe ich eben schon gesagt, mal hier ein Brötchen beim Bäcker und dann mal da. Ich habe irgendwann komplett damit aufgehört. Ich hole mir überhaupt gar kein Coffee to go mehr. Es sei denn, ich habe wirklich auch morgens überhaupt gar keine Zeit, um mir noch hier zu Hause einen vorzubereiten und in meine Thermoskanne umzufüllen. Sonst mache ich nämlich genau das. Auch wenn wir irgendwie längere Autofahrten vor uns haben oder so, wir halten nicht unterwegs irgendwie an der Rasthaltestelle an oder bei Mc's oder so, um uns einen Kaffee zu holen. Wir nehmen immer eine große Thermoskanne voller Kaffee mit oder unsere Thermosbecher oder was auch immer. Also das haben wir uns wirklich eigentlich komplett abgewöhnt. Auch so ein kleiner Geldfresser, die lieben Streamingdienste und
Ich schätze, dass es euch so geht wie uns, dass man da nicht nur einen abonniert hat, aber man sollte sich selber mal hinterfragen, ob man die wirklich alle braucht. Also braucht man Netflix, braucht man Prime und braucht man auch noch Disney Plus? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich reicht nur einer davon. Ja, also so geht es uns zumindest, dass wir uns dazu entschieden haben, da so ein bisschen zu reduzieren. Und der allerletzte Punkt ist die Steuererklärung. Es besteht ja nicht für alle die Pflicht, eine Steuererklärung einzureichen. Wenn ihr fest angestellt seid, dann ist man da ja, oder in manchen Fällen ist man da ja nicht zu verpflichtet, je nachdem, welche Steuerklasse man hat. Aber es lohnt sich trotzdem auch freiwillig eine abzugeben, denn wenn ihr beispielsweise höhere Werbungskosten habt, die über den Pauschalbetrag des Finanzamts hinausgehen, dann kriegt ihr da hinterher ordentlich an Geld zurück oder könnte sein, dass ihr da ordentlich was zurückbekommt. Das ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, so ein bisschen Arbeit da reinzustecken, auch wenn man erstmal überhaupt gar keinen Bock hat und da auch vielleicht auch so ein bisschen eingeschüchtert ist. Und wenn man da überhaupt gar keine Ahnung hat, es gibt Software, die auch wir nutzen, die einen da so richtig Schritt für Schritt durchführen und die einem da sehr helfen und das Ganze wirklich deutlich vereinfachen. Macht die Steuererklärung, auch wenn ihr es theoretisch nicht müsst. Und wer weiß, vielleicht bekommt ihr wirklich den einen oder anderen Euro hinterher noch zurück. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Tipps habt, nicht vergessen, diese in die Kommentare zu schreiben. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.